Jungs, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es wieder um neue SBCs. Und zwar ist es gestern Nacht endlich soweit gewesen und die Spieler des Jahres aus der Premier League sind released worden. Ihr seht es rechts unten schon. Es ist einmal Van Dijk 96er geworden und der Young Player of the Year ist Raheem Sterling geworden. Wir schauen uns heute mal die SBCs an. Lohnt sich die SBC? Was kosten die SBCs? Was für Anforderungen gibt's? Und natürlich am Ende, schließt du diese SBC da draußen ab oder vielleicht sparst du deine Coins ja bis zum Team of the Season. So, ich würde sagen, Van Dijk, interessanterer Spieler, fangen wir einfach mal mit ihm an. Wir haben hier vier Teams zur Auswahl, ein 87er Team, drei 87er Teams und ein 85er Team. Ein paar Informs zwischendrin, ein paar hauptsächlich halt aus der Premier League Anforderungen, ist natürlich klar. Die Anforderungen an sich spielen keine Rolle, ich denke, Foodbin seid ihr alle im Begriff, das zu benutzen. Und da brauche ich jetzt auch keine Lösung oder so einbinden, das könnt ihr alle selber machen. Ich würde die Lösung nämlich jetzt heute Morgen auch nur von Foodbin kopieren. Der ganze Spaß kostet ungefähr 1,1 Millionen ohne Untrades. Das heißt, wenn ihr die SBCs komplett kaufen müsst, zahlt ihr ungefähr 1,1. Der Preis schwankt natürlich jetzt in den ersten Stunden auch ein bisschen. Aber ich denke mal, so bei 1,1 wird er sich ungefähr einpendeln. Da wird sich nicht mehr so viel ändern. Wir bekommen ein 45k-Pack, ein 50k-Pack, ein 55k-Pack und ein 100k-Pack. Ja, das sind natürlich relativ gute Packwerte, aber wir haben keine Garantie. Also wer bei mir in den Streams dabei ist, da kommt halt aus dem 100k-Pack mal ein 82er raus. Das ist nicht unbedingt eine Garantie, dass sie da überhaupt irgendwelche Coins zurückbekommen. Natürlich außer den Discard-Wert, der hier nicht unbedingt sehr hoch ist. Natürlich müssen wir uns erstmal die Karte anschauen. Und ja, 1,93 ist der Typ groß. Stats sind besser als die des Team of the Year Van Dijks. Wir haben von 95 auf 96 ein Upgrade bekommen. Und anders wie bei Lionel Messi, der beispielsweise zwei 99er Karten hat, wo die eine 99er Karte, die Team of the Knockout Stage, deutlich schlechter ist, ist bei Van Dijk einfach der Team of the Season. Richtig? Der Team of the Season wird die gleichen Stats haben wie diese SBC hier, bei Sterling ganz genauso, ist stärker. Ich bin der Meinung, dass Van Dijk 96er der beste Innenverteidiger im kompletten Spiel ist. Für uns Spieler. Vielleicht nicht für die Pros, die spielen vielleicht doch lieber irgendeine Totti, keine Ahnung. Aber nicht den Van Dijk. Aber Van Dijk, wer Weekend League spielt, wer mehr als 100 Spiele auf seinem FIFA Ultimate Team Account hat, weiß einfach, dass Van Dijk der krasseste Innenverteidiger der Welt ist. Der macht Sachen, du hast einfach keine Chance gegen ihn. Der ist vielleicht von den Stats, vielleicht gibt es einen Innenverteidiger, der hat jetzt vielleicht 89 Pace. Aber ich sag's euch, Van Dijk wird immer krasser spielen, egal welche Tots-Karte da released wird. Und Van Dijk wird einfach der beste Innenverteidiger im Spiel sein, ganz klar. Jetzt ist natürlich trotzdem nicht Pflicht, diese SBC hier abzuschließen. Ja, warum nicht? Ja, gucken wir einfach mal kurz in den Dream Squad. Und zwar haben wir da den Totti natürlich, den Totti Van Dijk. Und der Totti Van Dijk, der kostet einfach 980k aktuell. Natürlich ist es gerade Panik und der wird auch wieder steigen. Der kostet vielleicht nachher eine Million. Das ist aber immer noch billiger als die Karte, die wir eben gerade haben. Hier, mal im Vergleich von den Stats her muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass ihr einen Unterschied beim Spielen merken werdet. Aber ihr habt natürlich nicht die krasseste Karte. Wobei ich dann wieder sagen muss, der Totti ist natürlich, der sieht natürlich dann schon geil aus, auch vom Card-Design jetzt her. Wir können mal kurz auf den Transfermarkt schauen. Ja, der kostet so ungefähr 940k. 940 ist vielleicht ein bisschen zu wenig, vielleicht so 980, denke ich mal, wird er ab und zu mal drauf kommen. Müsst ihr jetzt einfach abwarten. Und ich denke, da wird er auch bleiben, der wird nicht mehr hochgehen. Die Frage ist natürlich auch, was wird dann sein Tots kosten? Das kommen wir bei Sterling auch noch dazu. Ich glaube, dass sein Tots nicht billiger wird als diese SBC. Das ist meine Einschätzung. Und deshalb, wenn ihr Untrade-Spieler habt, dann kann ich euch das nicht verzeihen. Dann kann ich euch das gut verzeihen, natürlich, wenn ihr diese SBC macht. Ich sage, Van Dijk 96er ist der beste Innenverteidiger im Spiel. Wenn ihr den macht, wenn ihr den wollt, wenn ihr vielleicht ein bisschen Untrades habt, dann macht ihn. Dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen dabei, weil er wird euch überzeugen, klar. Es ist aber trotzdem noch 1 Million Coins, die ihr vielleicht anderweitig irgendwie einbauen könnt. Wenn ihr vielleicht nicht die meisten Coins habt, wollt ihr beim Tots vielleicht einen Stürmer kaufen für 800.000. Dann habt ihr natürlich die Coins nicht mehr. Und wenn ihr euch jetzt den Totti für 950.000 Münzen holt, dann könnt ihr natürlich notfalls wieder verkaufen. Und ihr werdet kaum Verlust machen, glaubt mir. Der wird nicht mehr so sehr sinken. Der ist jetzt schon 300.000 Coins gesunken. Das ist schon enorm für den Totti, der sowieso nicht mehr so oft auf dem Markt ist. Also, wenn ihr den machen wollt, dann könnt ihr den machen. Es ist natürlich trotzdem die Überlegung, vielleicht erstmal den Totti zu kaufen und den Van Dijk
als Todd später dann zu kaufen. Weil es ist immer noch eine Untrade-Karte für 1,1 Millionen. Wenn ihr keine Untrades habt, würde ich fast sagen, dass ihr lieber ein bisschen wartet. Wenn ihr Untrades habt und sagt, ja, okay, Van Dijk wollte ich sowieso, dann ist es okay. Dann könnt ihr ihn machen und dann wird er euch überzeugen. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach einfach einer der besten, beziehungsweise der beste FIFA-Innenverteidiger, den es aktuell gibt. Da kommt kein anderer ran. Einfach in-game spielt er sich so krass. Seine Stats sind vielleicht nicht die besten, aber in-game ist er einfach der Beste. Kommen wir jetzt noch zu Raheem Sterling. Ich denke, ein paar von euch schauen dieses Video auch, damit sie Raheem Sterling machen. Was mich dann überrascht hat, wo ich dieses Video heute Morgen recherchiert habe: Raheem Sterling ist einfach teurer als ein Van Dijk. Sie haben beide das gleiche Rating, klar. Er kostet ungefähr 1,2 Millionen, wenn man keine Untrades macht. Das sieht man hier auch an den Challenges. Wir haben hier drei 87er Teams, ein 86er Team und ein 85er Team. Das 86er Team ist quasi mehr, das wir noch abgeben müssen. Bei den anderen brauchen wir zwar weniger Informs, aber es kostet ungefähr 1,2 Millionen eben. Ja, gucken wir uns einfach mal die Sterling-Karte an. Ich habe das hier gleich schon mal in den Dream Squad eingebaut, nämlich compared to Lionel Messi Totti. So, 1,70 groß, Nachteil. 3 Sterne schwacher Fuß, Nachteil. 4 Sterne Skills ist okay. Von den Stats her überragend, ich meine 99 Tempo, 97 Sprintgeschwindigkeit, ja, das fühlt sich trotzdem an wie 99, Stellungsspiel 99. Ich denke mal, das kann man so, von den Werten hier kann man das schon, wenn man das so ganz, ganz grob hier mal so rüberschaut, das ist ja schon relativ ähnlich, ja. Wir haben hier eine Freistoßpräzision von Messi, die ist ultra krank, ja, aber so ungefähr ähnlich, ja. Dann gucken wir auf die Kopfballpräzision, ja, 48 bei Sterling. Bei Messi haben wir da schon 98. Messi ist klein, ich hatte Messi. Messi ist natürlich auch, kostet wahrscheinlich viermal so viel, ja. Der kostet wahrscheinlich so 3,5 oder so. Ja, das ist dann, auf jeden Fall über das Doppelte, der Lionel Messi kostet. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich weiß, dass es ein paar Sterling-Fans bestimmt von euch da draußen gibt und dass manche überlegen, die SBC zu machen. Aber bei mir ist es ein klares Nein. Ich mache diese SBC nicht und ich überlege da auch nicht. Weil in FIFA ist es einfach wichtig, dass man auch mal ein Kopfballduell gewinnt. Gerade nach dem Patch, ich weiß, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen da draußen nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber ihr müsst einfach ab und zu auch Kopfballduelle gewinnen. Und mit 48 Kopfballpräzision wird der Kopfball komplett in die falsche Richtung fliegen. Normalerweise. Von dem her würde ich sagen, ist das nicht unbedingt clever, diesen Mann zu machen. Zweiter Nachteil, sein Weakfoot. Lasst euch nicht täuschen von diesen Stats hier. Wir haben zwar 99 Tempo, wir haben ein krasses Dribbling, aber ich verspreche es euch, Jungs. Für 1,2 Millionen könnt ihr während dem TOTS, das beginnt in 2 Wochen, bestimmt 10 von solchen Spielern kaufen. Also nicht 10 Spieler für die 1,2 Millionen, aber es gibt einfach mindestens 10 vergleichbare Spieler, die alle 99 Beweglichkeit haben. Das ist jetzt der erste Team of the Season, klar, das sieht verlockend aus, aber 1,2 Millionen für so einen Untrade-Spieler, der 3 Sterne schwacher Fuß hat. Die Stats, die 99er Stats, die, natürlich sind die geil. Aber die 3 Sterne Weakfoot, die kriegt ihr niemals weg. Und er ist auch relativ klein. Klar, wenn ihr ihn feiert und so. Wenn ihr vielleicht auch Man City Fan seid. Ich meine, ich habe Sven damals auch beim VfB gemacht. Und ich hätte ihn auch gemacht, wenn er 300k gekostet hat. Verstehe ich. Aber wirklich 1,2 Millionen kurz vor dem TOTS verschwenden für Sterling? Ich würde sagen, nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Für mich lohnt sich das nicht. Ich werde sie nicht machen. Van Dijk ist meiner Meinung nach da schon was ganz anderes. Ihr könnt euch zwar überlegen, ob ihr den Totti holt, aber die SBC an sich hat auf jeden Fall einen guten Wert. 1 Million für den besten Innenverteidiger im Spiel, ja, vergleichbar mit Maldini Prime Moments, meiner Meinung nach, der kostet ein Dreifaches. Klar, dann könnt ihr ihn wirklich machen. Und wenn ihr noch Untrades habt, ja, ein paar Informs vielleicht, ein paar High Rates, dann zahlt ihr für den 96er Van Dijk vielleicht 900.000. Ja, das lohnt sich meiner Meinung nach. Da kann man sich das überlegen. Klar, ihr müsst das immer noch nicht machen und ihr müsst immer noch überlegen. Untrade, nicht gleich Trade. Ihr könnt den nicht mehr verkaufen. Bei Van Dijk würde es mir nicht so wehtun, ja? Ich werde wahrscheinlich den Van Dijk nicht machen, einfach weil ich euch Packs zeigen will während dem Team of the Season und dann meine Coins wieder weg sind und ich einfach gerne mit euch Livestreams mache und Packs rausballer. Dann mache ich lieber Upgrade-Packs. Aber ich würde euch da draußen sagen, bevor ihr andere Untrades macht, dann macht Van Dijk. Wenn ihr eure Coins sparen wollt und wirklich liquid bleiben wollt, wenn ihr wirklich eure Coins behalten würdet, dann macht die nicht. Aber bevor ihr die in Upgrade-Packs steckt oder so, dann holt euch Van Dijk, dann werdet ihr auf jeden Fall mehr Spaß in der Weekend League haben. Euer Gegner wird dann zwar gar keinen Spaß mehr haben, aber das ist ja mal das, was ihr eigentlich wollt.
Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wir haben hier Van Dijk und Sterling kurz erklärt. Ich habe meine Meinung dazu abgegeben. Es ist früh am Morgen. Falls ich irgendwelche Fehler in dieses Video eingebaut habe, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das habe ich jetzt kurz und schnell zusammengefasst. Und ich konnte euch bei der Kauf- bzw. Abschließentscheidung dieser SBC ein bisschen weiterhelfen. Es ist hier früh am Morgen. Ich werde jetzt in die Uni gehen. Dann werde ich vielleicht nochmal ein Video produzieren. Ein weiteres Stream kommt diese Woche auf jeden Fall auch, versprochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Jungs. Haut rein und ciao.